Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ghost of Tsushima. Ich mache heute die Quest Verloren auf See. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen schwimmen müssen. Los, Chin, schneller. Schwimm, Chin, schwimm! Okay, wenn er taucht, ist er nicht schneller. Aber versuch, was wert. Hicho-Insel. Suche auf einer Insel von Suzu nach dem Mann. Ah, denk mal, das da unten ist, oder? Hallöchen, Samurai. Oder? Na los, Otto, suche. Hier. Hört lieber auf, bevor ihr euch verletzt. Verzeiht, wenn euch mein mangelndes Geschick beleidigt, mein Herr. Aber ich muss etwas unternehmen. Die Mongolen haben meine Tochter entführt. Wo haben die Hunde sie hingebracht? Zu ihren Schiffen. Die mit den eingeholten Segeln. Zwei Schiffe. Wer weiß, wie viele Mongolen. Dagegen kommt ihr nicht an. Ich habe ein Boot und ein Schwert. Vielleicht kann ein freundlicher Samurai helfen? Steigt ins Boot und schnappt euch ein Ruder. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Überlasst das Kämpfen mir. Jen, wir sind sowas von im Arsch, Mann. Sag ich gleich, wir sind im Arsch. Verloren auf See. Das wird das Ende bedeuten. Das sind sicher 20, 30 von diesen Mongolen. Bringt Marquis sicher zurück. Wartet hier, wir sind bald zurück. Maki Sushi hätte ich jetzt auch Lust. Geht wahrscheinlich nicht gerade da entlang. Ja. Naja, schön ruhig und gelassen. Das sind zwei. Da ist einer. Der könnte mich sehen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Da unten sind die Typen. Wenn du da runterfällst, dann sehen sie dich. So, jetzt wieder hoch und wieder auf die andere Seite rüber, würde ich sagen, oder? Was ist jetzt los? Oh Gott, das ist nicht gut. Nein. Dann halt zu. Nicht gut. Der nächste. Nein. Shitbrecher. Der nächste. Haha, jetzt hat den eigenen neue Leute der Typen erschlagen.
Ja, ich helfe dir gleich. Oh! Das ist nicht gut. Ja, bin schon da. So. Ja gut, okay. Das hat nicht so perfekt funktioniert, wie ich wollte, aber... Schnauze. Drüben sind auf alle Fälle noch zwei, ja? Aha, 3 Kronen ist wieder perfekt. Nein, ich will die restlichen Gegner nicht herausfahren. Ist doch sinnlos. Ich will besser in Stealth-Modus killen. Da wäre ich fast über Bord gegangen. Gut, da ist nichts mehr. So. Okay, da ist noch einer, der ist auch gekommen, da was drüben stand oder wie? Und nicht den Kunai. So, dann Kiste nehmen wir logischerweise mit. Könnte was Wichtiges drin sein. Eisen, perfekt. Rauchbombe braucht man nicht. Und habe ich da, glaube ich, hier alles gelotet, oder? Ne, hey, schaut, Vorräte. Weil ich hätte von da rüberschwimmen können. Ja, okay. Ja, ist heute so. Wir haben es spektakulärer gemacht. Haufen Attentate, bisschen fighten. Was will man mehr? Ups, da war nicht die Brücke. Ups. Ich wollte eigentlich auf die Brücke. Jim, was tust du denn? Zu baden haben wir später noch Zeit. Hilfe! Ja. Keine Sorge, ich komm schon. Irgendwann. Da liegt ein Bogen, nimm den doch mit. Kann man teuer verkaufen. Oder auch nicht, aber. Rettet mich! Bin doch alles dabei. Marky? Ja. Euer Vater wartet in seinem Boot. Kommt mit. Ich folge euch, mein Herr. Danke. Ihr habt sie getötet. Sie hatten es verdient. Ich weiß. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Sorry, du musst über den drüber steigen, Mädel. Der liegt vielleicht etwas doof. Bleibst du? Ja. Was aus? Hey, Jin. Also Jin, du badet gerne. Maki? Ja, gehst du da runter? Maki! Ich bin hier, Vater. Den Göttern sei Dank. Bringt uns ans Ufer. Sofort, mein Herr. Yay. Du bist in Sicherheit. Ich war tagelang bei ihm, Vater. Tagelang. Ich hätte früher kommen sollen. Ruht euch aus. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Jawohl, mein Herr. Danke. Da haben wir wohl wieder eine Quest erledigt. Ja, verloren auf See erledigt. So soll das. Wieder ein bisschen was für uns getan. Alter, hat die den heute ja gar nicht. Wo sollen wir hin, Vater? Lass das meine Sorge sein. So. Was macht man jetzt als nächster, Leute? Sollen wir da?
Brotlager, Fuchsbau. Hammer und Schmied. Jonas Bruder ist endlich in Sicherheit, aber wir mussten uns nach unserer Flucht trennen. Ich sollte sicher gehen. Ja, ich würde sagen, die machen, oder? Die da. Schmiede von Komatsu, da können wir uns nicht hinbeamen. Hä? Das heißt, wir werden uns zum Fuchsbau beamen. Heute bleibt ihr gleich da. Normalerweise schneide ich das ja immer raus. Hat keine Lust. Pferd! Kage! Bleib an! Und los geht's, Kage. Wie hot? War lang müssen wir. Einen halben Kilometer haben wir schnell hinter uns. So nicht! So hätten wir was anderes hinter uns gebracht. Kage, das war knapp. Du bist nämlich nicht krankenversichert mehr. Nach deinem letzten Bruch sagte die Krankenkasse, nope, das ist vorbei. Da lang, da ist es hier wieder ein Berg. Gehen wir hier runter, Kage, und dann von rechts. Genau, Kage, so ist's. Lauf. Sieht doch jetzt recht idyllisch hier aus. Schnell, Kage! Ja. Suche nach Yona und Taka. Hallo? Seht aber niemanden. Da. Das ist ein Kampf. Yuna, bist du das? Jin! War mal eine nette Begrüßung hier erst. Oh. Okay. Da bist du ja. Was ist hier passiert? Wo ist Taka? Versteckt sich mit den Überlebenden. Die Mongolen kamen vor ein paar Tagen. Sie nahmen Gefangene und töteten jeden, der sich gegen sie stellte. Jetzt kommen sie zurück, um ihr Werk zu vollenden. Das waren nur Späher. Der Haupttrupp kann nicht weit entfernt sein. Dann müssen wir weg. Jetzt! Wir können die Stadt halten. Was? Wir brauchen Komatsus Schmiede. Und die Einwohner. Aber wenn du willst, dann geh. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Oh, der kleine Smile. Hammer und Schmiedefeuer. Wie viele Überlebende gibt es? Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmiede. Nicht sehr kampferprobt. Reicht. Die alle hast du allein getötet? Gute Arbeit. Ich hatte Übung. Kommst du an mehr Pfeile? Gebrauchte. Aus Hauswänden und Leichen. Die müssen reichen. Folge Junge. Ja. Wollte wir sehen, dass da gerade unten was stand. Sorry.
Ja, wird gleich. Ich habe hier draußen Menschen in Sicherheit gebracht. Eine wurde... Sie lebt. Bin ich sicher? Fürs Erste sind die Mongolen weg. Wir gehen zur Schmiede. Bei uns seid ihr sicherer. Gut. Hab nur geschaut, ob es da oben Lot oder so gibt. Funktioniert die Schmiede? Ja, aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. Naja, die rechnen nicht mit einem Samurai. Nein. Könnt ihr auch mal ein bisschen schneller gehen? Ja, doch. Oh. Fürst Sakai. Yuna. Taka. Sah denn nicht mal anders aus? Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Yuna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burg Haneda. Und ich muss ihn befreien. Leise. So, dass niemand es merkt. Hier gibt es eine Schmiede. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen... Ich werde ihn Komatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Ich brauche meinen Gehilfen, Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ich glaube, er suchte nach seiner Frau. In der Stadt. Ich finde Yukio. Yuna, bereit für den Kampf? Das ist sie immer. Jetzt müssen wir auch noch ein Kind oder was suchen. Nee, der hat eine Frau, das ist überhaupt kein Kind mehr. Okay, finde Yukio. 80. Setz dich aufs Eisen, Mann. Das sehe ich's doch nicht. Da hinten. Ja, ich komme. Traut euch nur! Die schreien schon zur Hilfe, da muss ich so eingreifen. Das war nicht gut. Arsch. Da bin ich voll von der Taste gerutscht und zack, hat er mich schon gehabt. Steckt das Schwert weg. Also, das spielt hin und wieder funktioniert es nicht, dass er Sachen macht. Hallo, hier ist der Kammerjäger. Yukio? Ja? Taka braucht Hilfe in der Schmiede. Kommt mit. Wartet, meine Frau und ihre Schwester sind am Fluss. Führt mich hin. Schnell. Hier lang. Bleibt bei mir und tut, was ich sage. Ja, lass mich wenigstens runter erst. Hör. Ja, wohin geht's denn? Verstecken. Pfui. So viel Blut. Ah, ja, man kann spät dann bewegen. Lauft weiter, schnell. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier. Nein, daneben. Nicht. Huh.
Also ihr müsst schon sagen, der Jump war gut. Ich hab nur keinen erwischt, aber der Jump war gut. Bist du tot? Ja. Also mein Rettungsversuchs-Jump, der war super. Der hat nur keinen erwischt. Danke. Ah ja, kein Problem. Yukio schickt mich. Er lebt. Folgt mir. Taka braucht euren Gemahl. Mutsu, meine Liebe. Yukio, ich dachte, du wärst tot. Alles in Ordnung? Er kämpfte wie ein Tier, wie ein Dämon. Bin kein Dämon. Nur wenn ich gegen Mongolen kämpfe. Wir gehen zur Schmiede. Bleib bei uns. Warum muss ich gleich wieder kämpfen? Ich fühle das. Gleich geht's wieder so richtig ab. Okay, ich dachte, ich komme da hoch, ne? Dann halt da. Oh, da drüben. Ja! Immer wieder gut. Wo bleibt ihr? Ja. Yukio! Er hat uns gerettet, Taka. Danke, mein Herr. Boah, Problemchen, ey. Jetzt bauen wir, was ich will. Die Mongolen sind hier. Wo ist Yuna? Sie wollte eine Familie aus dem Haus am anderen Ufer holen. Sie ist noch nicht wieder zurück, verdammt. Entfacht das Feuer erst, wenn wir zurück sind. Okay, jetzt müssen wir wieder zu Yuna. Wo sind die schon wieder? Yuna! Was? Herausforderung? Aha, da hinten. Da ist auch einer. Uiuiui, da sind ganz schön viele hier. So, wo ist denn jetzt hingelaufen? Zeig doch da gerade rechts. Yuna! Na? Moment, da ist zu loben. Da drüben auch. Juhu! So, wo ist denn jetzt der hin erst? Die Frau ist mehr ein Geist als andere. So. Ich glaube, hier haben wir alles gelotert. Wo ist jetzt hier? Wo ist jetzt? Wind. Da. Alles klar. Ja, okay. So. Hier rüber. Wir können die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie? Ich kam zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt, am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Wir kennen keinen Samurai. Wir sind weg. Lasst uns gehen.
Danke. Ja, war nicht so geplant, wie ich es gemacht habe, aber okay. Heute bin ich eher auf den Holzfäller-Kurs. So schön grob. Keine Eleganz. Ja, jetzt kommt hier das Kommentar. Jo, ich bin immer so. Danke. Bitte, Hilfe! Ja, sind wir doch dabei. Ihr habt uns gerettet. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Schafft ihr es bis zur Schmiede? Ja, ich glaube schon. Bleibt alle dicht bei mir. Und ab. Woher kam der denn? Eine lange Geschichte. Wie er sie getötet hat. Das ist kein Mensch. Vielleicht habt ihr recht. Hey, ich bin eindeutig noch menschlich. Meistens. Hin und wieder. Okay, er ist so zufrieden, gut. Ups, was lag da? Pfeile, die nehme ich natürlich mit. Yuna, den Göttern sei Dank. Entfach das Feuer, Taka. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. So haben wir die Chance, alle zu töten. Wenn sie uns nicht zuerst töten. So oder so werden wir hier kämpfen. Okay. Au! Nein, geh wieder hoch. Au! Hey, ich hab geblockt, Mann! Mongolen sind in der Schmiede. Wir müssen was tun. Nein. Oh, du Hund, du nervst. Aus. Ja, du bist schon dabei. Hört auf zu jammern. Yuna ist in Gefahr. Okay, wo ist sie denn? Hilfe! Halt's doch da! Oh, muss wieder rüber. Ja. Bogenschützen! Sie umzingeln die Schmiede! Wir müssen sie töten! Ein Hilf! Da schon!
Wo ist denn noch einer? Da. Hast du ein paar Pfeile für mich, Mädel? Oh, nicht schon wieder die Köter, ey. Hört auf zu jammern, wie Kleinkind da erst. Bis jetzt ist, glaube ich, noch keiner draufgegangen von euch. Tötet die übrigen Ungolen, ja, okay. Wie schnell das wieder sauber war, habt ihr das gesehen? Schüttelt, fertig. Ich habe noch keinen Samurai so kämpfen sehen. Das war gar nichts. Er ist yeah. Mehr als ein Samurai. Er ist ein rachgieriger Geist, dem Grab entstiegen, um die Mongolen zu töten. Der Geist. Wo verstecken wir uns? Gar nicht. Befeuert eure Schmiede und fertigt wieder starke Kummer zu Waffen an. So schlagen wir zurück. So retten wir Fürst Shimura. Rachgieriger Geist? Ihnen hat's gefallen. Assassin, Samurai, Ronin und jetzt ein rachsüchtiger Geist, ja perfekt. Hammer und Schmiede erledigt, Leute. So soll das. Burg Kaneda. Ich las, die Samurai folgen einem Weg der Ehre. Nur einer der vielen Unterschiede zwischen uns. Warum finden dann meine Männer ihre Brüder rücklings erstochen auf? Fürst Sakai würde nie zu solchen Taktiken greifen. Krieg bringt unser wahres Ich hervor. Er machte euch zum Hund, der auf Befehl eures Vetters Kublai vergewaltigt, raubt und plündert. Euer Neffe weicht vom Pfad des Kriegers ab. Er wird zu dem, was ihr hasst. Außer ihr schließt euch meinem Kampf für den Frieden an. Ihr wollt keine Verbündeten. Ihr wollt Soldaten, um den Shogun zu stürzen. Überlegt es euch. Helft eurem Neffen, seine Ehre wiederherzustellen, bevor seine Feigheit zu weit geht. Und bevor ich euch seinen Kopf bringe. Mein Köpfchen bekommst du nicht. Ich kann meinen Onkel erst befreien, wenn Taka sein Werk vollendet hat. Mal sehen, ob Yuna etwas Neues weiß. Jo, das schauen wir uns aber erst das nächste Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was.
bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.